Mein Name ist Steffen Fautsch aus Nürnberg. In der Neuroradiologie. Wir betreiben die Praxis seit dem 1. Januar 2020. Mit Philips arbeiten wir seit Anfang dieses Jahres zusammen. Ich habe jahrelang mit Geräten einer hier bekannten großen fränkischen Firma gearbeitet. Es ist ähnlich wie beim Auto, dass man über viele, viele Jahre fährt oder eine Automarke. Man hat dann immer mal Lust wieder auf was Neues. Und ich bin zwar auch nicht mehr der Jüngste, aber es hat mich trotzdem unwahrscheinlich gereizt, hier da nochmal auf einen etwas anderen Zug mit aufzuspringen. Mit dem Austausch eines Kernspintomographen wollen wir die Praxis dieses Jahr noch einmal technisch deutlich aufrüsten. Unser neues MRT ersetzt ein etwa 16 Jahre altes Gerät und ist im Unterschied zu allen anderen Maschinen eine völlig neue Technologie. Die Maschine war, auch aufgrund des Alters, vergleichsweise langsam. Die Untersuchungen haben bis zu 40 Minuten gedauert. Unser neuer Kernspintomograph wird über eine revolutionäre neue Kühltechnik verfügen, die fast ohne Helium auskommt und auch im Laufe des Lebens der Maschine kein Helium verbrauchen wird. Helium ist ein Edelgas, das am Weltmarkt immer teurer wird und schwerer zu bekommen ist. Und gewöhnliche Kernspintomographen, wie das Gerät, was jetzt abgebaut wird, haben etwa 1,5 Kubikmeter davon, die, wenn man Pech hat, mehrfach im Laufe des Lebens der Maschine ersetzt werden müssen. Mit dem neuen Gerät werden wir nicht nur fast ohne Helium auskommen, sondern auch einen deutlich niedrigeren Stromverbrauch haben. Das Thema Nachhaltigkeit ist damit schon ganz gut abgedeckt. Natürlich muss man auch überlegen, das geringere Gewicht des Geräts, was auch die Traglast betrifft. Wir wissen ja auch nicht, ob wir vielleicht mal räumlich uns umorientieren werden. Und da ist es natürlich leichter, mit einem etwas leichteren Gerät dann auch umzuziehen. Und wir leben in einem kompetitiven Umfeld und wir müssen uns da natürlich immer wieder auch neu orientieren oder vielleicht mal neu aufstellen. Und das fällt natürlich auch dann vielleicht mit diesem Gerät etwas leichter. Wir werden weniger Lärm für die Patienten haben. Bei einem sehr weiten und relativ kurzen Tunnel mit einer weichen Matratze wird die Lagerung für den Patienten angenehmer. Das Liegenbleiben während der Untersuchung sollte besser auszuhalten sein. Und dadurch, dass die neuen Maschinen deutlich schneller sind, hoffen wir auch auf wesentlich kürzere Untersuchungszeiten für die Patienten. Bei relativ beengten räumlichen Verhältnissen und einem sehr straffen Zeitplan sind wir bisher sehr positiv beeindruckt davon, wie zügig und zielgerichtet die Arbeiten stattfinden. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass man beim Einführen eines neuen Systems sofort die Software beherrscht und sich an alle Eigenheiten der jeweiligen Herstellerfirmen gewöhnt hat. Aber das war in diesem Fall gut zu schaffen. Dass wir die gesamte Installation durch die Firma Philips haben durchführen lassen, war für uns ein Glücksfall. Wir hatten selbst keinerlei Scherereien und die kleineren Probleme, die sich im Zuge eines solchen Projekts praktisch immer ergeben, waren für uns fast nicht sichtbar. Es ist termingerecht und zur vollständigen Zufriedenheit alles so gewesen, wie wir das haben wollten. Ausschlaggebend für uns, mit der Philips Finance das neue Gerät zu finanzieren, war letztlich die Option, auch in den nächsten Jahren unvorhergesehene Änderungen anpassen zu können. Das heißt, sofern wir neueste Software installieren wollen und kaufen wollten, falls wir Hardwareveränderungen vornehmen wollen, all das können wir flexibel auch im Nachgang in den Raten einplanen, entsprechend die Verträge anpassen oder verlängern. Dadurch, dass wir mit der Installation unseres neuen MR-Gerätes einen Teil der Umbaukosten auch über die Firma Philips finanzieren konnten, haben wir insgesamt auch etwas mehr investieren können, als wir das ursprünglich vorhatten. Wir haben zusätzliche Investitionen in einen höheren Komfort für den Patienten und eine etwas bessere technische Ausstattung getätigt. Da fühlen wir uns eigentlich ganz gut und das macht auch ein bisschen Spaß, sowas im Petto zu haben. Innovation and you. Philips.